die feine Mischung. Special Band, solche wie mi was prima bene. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich. Da sind wir wieder im Havelker. Mitten in der neuen Normalität, was man so als normal bezeichnen kann. Was natürlich für uns bedeutet, das Lokal ist geschlossen. So viel Platz haben wir da herinnen noch nie gehabt. Wir machen so etwas Ähnliches wie Reise aus Rom, ohne dass wir ihm irgendwelche Sessel wegschirmen. Wir werden versuchen, im Laufe unserer Podcast-Serie so ziemlich alle Sessel in diesem Lokal zu belegen, aus einem ganz einfachen Grund, weil da steckt sicher noch der Geist drinnen. Ja, da war ja viel los in diesem Lokal. Und in jedem Sessel steckt sicher nur irgendwo ein österreichischer Musik- oder Künstlergeist. Darum werden wir im Laufe unserer Serie uns da so quer durchs Lokal bewegen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder geöffnet wird. Worauf wir uns natürlich auch sehr freuen, wir wünschen es auch der Familie Havelker. Der Name steht da drauf, legendärer Boden. Und neben mir auch eine Legende, aber wie gesagt, neue Normalität. Bevor uns jemand an den Karren fährt und die passen nicht auf und irgend so. Greifst du bitte dieses Ding an? Das geht ja aus. Ja, Babyelefant. Ja, wie gesagt, ich wäre ja fürs österreichische Wildschwein. Eberhard Forcher, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Augustlöwe. Ja, genau. Ja. Am selben Tag geboren wie Madonna, 16. August, und Todestag von Elvis Presley. Also gibt es auch Verbindungen. Ja, also eine sehr coole sogar, ne? Die man, du hast. Man sagt immer, wenn wer geht, kommt wer. Ja? Also ist, na, wobei Madonna. Da ist, wie gesagt, es ist nur der 16. August dasselbe. Ja. Also jahresmäßig waren wir schon ein bisschen auseinander. Ja. Madonna, ja, zu Elvis Presley stärker als Madonna, die ist 4 Jahre nach dir auf die Welt gekommen. Genau. Die ist Jahrgang 58. Ja. Ja, die ist so alt wie. Ja. Übrigens auch ein Augustlöwe, freut mich sehr. Na, schau. Wir sitzen hier, wie gesagt, neue Normalität. Wie hast du die letzten Wochen verbracht? Für mich hat sich seltsamerweise nicht wahnsinnig viel geändert, weil ich arbeite ja seit Oktober, nachdem ich nicht mehr bei Ö3 ja bin, arbeite für verschiedene andere Radiosender, also Radio Superfly in Wien, für Radio Steiermark und Radio Salzburg, und diese Arbeit erledige ich alles von daheim aus. Also aus dem Heimstudio, dort werden meine Sendungen produziert. Und die werden dann hochgeladen am Server der jeweiligen Radiostationen. Und so gesehen hat sich für mich nicht wahnsinnig viel geändert. Im Studio, wo ich noch Musik produziere, da ist jetzt einmal ein bisschen Stillstand gewesen, was aber auch nicht so wahnsinnig tragisch ist. Ja, und ansonsten natürlich beschäftige ich mich geistig und seelisch mit den Auswirkungen dieser sogenannten neuen Normalität. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil ich weiß natürlich, gerade den aktiven Musikern geht es halt momentan ziemlich scheiße. Das ist richtig. Ja. Und so wie es ausschaut, werden wir es möglicherweise noch eine Weile ertragen müssen. Aber jetzt einmal alleine so nur zu Hause sitzen, war das? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt an und für sich eh niemand, der jetzt wahnsinnig viel unterwegs ist. Auch vor allem nächtens bin ich mittlerweile im fortgeschrittenen Alter, und da weiß ich sehr wohl, es zu schätzen, wenn man dann am Abend gemütlich daheim verbringen kann. Also auch da war jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied. Natürlich, was ich schon vermisse, ist sozusagen eben ins Kaffeehaus zu gehen oder irgendwohin essen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Das geht natürlich allen so. Ich frage aus dem Grund, weil du ja eigentlich aus einer Gegend kommst, wo ja das Rausgehen und die Umgebung und die Natur ja quasi eine riesige Rolle gespielt hat. Du bist in Lienz geboren und aufgewachsen und hast dein tirolerisches Idiom, ja, und diese Einflüsse des Dialekts ja nie verloren. Stimmt. Sie ja keinen Grund dafür, wieso man das abschleifen sollte. Ich finde es ja immer sehr, sehr seltsam, wenn Menschen aus Bundesländern oder überhaupt von irgendwo anders her nach Wien kommen und dann sich nach 3 oder 4 Jahren verkrampft wienerisch irgendwie anhören. Das habe ich mir eigentlich immer erspart, und das ist für mich ganz natürlich. Na, aber ich muss da kurz einhaken, weil, also ich verstehe das zum Beispiel auch nicht, wenn wir schon beim Thema österreichische Musik sind, vorweggenommen. Also mich verkrampft es auch manchmal, wenn ich österreichische Bands, die wirklich einen super leibenden Akzent drauf haben, auf einmal bundesdeutsch daherknödeln. Ja?
Also ich mag es nicht. Das mag vielleicht eine persönliche Einstellung von mir sein, aber ich verstehe es manchmal nicht. Aber sei es drum, jeder soll es tun und lassen, wie er will. Eberhard Forcher, Mr. Radio seit Jahrzehnten, war interessanterweise Lehrer. Ich war Sonderschullehrer in Wien, 4 Jahre lang im 5. Bezirk in der Thielgasse. Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Musik zwar in meinem Kopf und in meinem Herzen schon so einen großen Raum eingenommen hat, ich mich aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht wirklich als Musiker gesehen habe, ich habe weder singen können, ich habe kein Instrument spielen können. Mein Herz hat gebrannt für die Musik und das war mein Hauptthema. Aber ich hätte mich zu dem Zeitpunkt nie getraut, irgendwie Musik selber anzugehen als Hauptthema in meinem Leben. Weil damals, was waren denn die Bands, die mir so gefallen haben? Naja, von Hall & Oates bis hin zu Genesis und Yes, also alle diese Bands, die also handwerklich extrem gut waren, oder Frank Zappa, alles Leute, wo ich mir gedacht habe, da wirst du nie hinkommen können. Und wenn du in der Woche 20 Klavierstunden nimmst, dort wirst du nie hinkommen. Und erst dann sozusagen mit Aufkommen des Punk und des New Wave, habe ich mir dann irgendwann einmal gedacht, naja, eigentlich so wahnsinnig schwer, kann ich sagen, singen können die meisten nicht wirklich. Dann habe ich den Mut gefasst und habe irgendwie gesagt, okay, der Lehrerjob, das ist nicht der Job, mit dem ich mein Leben verbringen will und auch nicht werde. Und dann bin ich mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, habe zu dem Zeitpunkt aber schon immerhin die Musik über einen Umweg in mein Leben gebracht, nämlich als Journalist, weil ich habe ja Publizistik auch noch studiert, neben meinem Lehrerdasein. Habe dann aber dort auch gemerkt, das führt auch in eine ganz andere Richtung, dort will ich auch nicht hin und habe dann angefangen eben, beim Falter einfach auf gut Glück dort hingegangen und die haben damals keine Musikberichterstattung gehabt. Und dort habe ich dann sozusagen über Musik schreiben können und bin dann auch nach Amerika, nachdem ich meinen Job dann aufgegeben habe, mit einer relativ nebeligen Vision. Ich wollte nur irgendwie sozusagen ein Jahr in Amerika verbringen und dieses Jahr ganz der Musik widmen. Also ich wollte dort Interviews machen, wollte halt mal möglichst viel anschauen und viel schreiben als Korrespondent. Passiert ist dann Folgendes, dass ich mir, glaube ich, in der ersten Woche von dem bisschen Geld, was ich mal Sport gehabt habe, einfach gleich eine Gitarre gekauft und habe dann angefangen eben zu spielen und habe dann gemerkt, auch in den Clubs, wo ich war, viele dieser Bands, die haben alle nur mit Wasser gekocht. Die haben gespielt oft ein Stundenset mit 5 Riffs, ja, auf der Gitarre und die habe ich mir auch bald beigebracht gehabt. Innerhalb von ein paar Wochen habe ich die ersten 10, 12 Songs schon gehabt. Dann habe ich gewusst, wenn ich zurückkomme, werde ich auf jeden Fall Musik machen. Es war ja auch eine Wurzel des Punks. Die arbeitslosen Jugendlichen, die über Musik rausgebrüllt haben, was sie stört. Und das Grundkonzept war, jeder kann machen, was er will und wie er will. Genau. Hauptsache, es war entsprechend laut und entsprechend aggressiv und das hat den Erwachsenen wehgetan. Aber 1980 ist ja bei dir dann quasi so der Schalter auch mit Doppel-L gefallen. Ne? Da hat es dann die Labelgründung gegeben, soweit ich informiert bin, und die ersten Produktionen von Tom Petting. Also es war so, dass ich, wie ich dann zurückgekommen bin aus Amerika, sofort mit meinem Freund, dem Rudi Nemeczek, mich dann auf eine Bachel gehauen habe. Die haben ja im Vorfeld schon die Wiener Blutrausch rausgebracht, habe ich damals die Liner Notes fürs Cover geschrieben und wir haben dann gemeinsame Pläne geschmiedet hinsichtlich Wiener Szene, hat das damals sich genannt, der Verein, weil wir wollten ja für ein Rockhaus sozusagen auch bei der Politik anklopfen, weil es gab ja damals kaum Auftrittsmöglichkeiten. Ja. Erst dann, wie das U4 sozusagen gekommen ist, ist das Thema Rockhaus immer ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt. Wir haben uns verschiedene Locations angeschaut. Eine davon ist die jetzige Szene Wien gewesen. Und dann gab es ja irgendwann einmal auch ein Rockhaus im 20. Bezirk. Aber das war dann für uns sozusagen Nebenfahrbahn und wir haben uns dann eigentlich eingebildet, wir müssen diese Szene, die da gerade am Entstehen war, am Wachsen war, die müssen wir zusammenführen und haben uns überlegt, wir nehmen das bisschen Geld, was wir gehabt haben, nehmen wir in die Hand und produzieren sozusagen einen Sampler, eine Compilation mit den für uns verfügbaren wenigen Acts, die es gegeben hat. Da haben wir dann schon auch zum Beispiel auch die Novax-Kapelle dazu genommen, weil die für uns auch diesen Punk-Spirit eigentlich vertreten hat. Denen haben wir irgendwie die Bänder um 200, 300 Schilling abgekauft. Ein paar Leute, die schon Richtung Elektronik gearbeitet haben, die wir reingeholt. Und dann natürlich unsere eigenen Bands. Und, die da waren? Minisex? Minisex und ja. Tom Pettings Herzattacken. Und dann haben wir das unter dem Signet Wien Musik herausgebracht, in Eigenregie. Und das hat sich dann irgendwann einmal in so einer großen Plattenfirma herumgesprochen. Damals die Ariola mit Steven Friedberg als Chef, der da sehr aufgeschlossen war und der da auch natürlich ein Geschäftsmodell gewittert hat. Da sind wir mit denen in Verhandlung getreten und der hat dann ein super Angebot gemacht. Also wir haben künstlerische Freiheit gehabt, wir haben seinen kennen, wenn wir gewollt haben. Da war eben Hansi Lang,
Da war dabei Hallucination Company dabei, Rosachrom, natürlich Minisex, Herzattacken und etliches mehr. Und dann haben wir sogar noch Avantgarde-Bands mit reingenommen, wie Molto Brutto und X-Beliebig. Und also wirklich auch Bands, die jetzt von vornherein keine große Chance gehabt auf große Verkäufe. Und der hat das alles mitgetragen. Der war wirklich ein Sir, wie man ihn wahrscheinlich heute gar nicht mehr findet irgendwie in der Branche. Und er hat sich wirklich für die Szene eingesetzt und hat dort auch Dinge gemacht. Das würde heute wahrscheinlich ein Plattenfirma-Chef nicht machen. Wenn der Hansi Lang, der einer seiner großen Lieblinge war, und wir wissen, der Hansi Lang hat viele Probleme gehabt mit diversen Substanzen, die ihm nicht wirklich gut getan haben, und Raubbau betrieben an seiner Gesundheit. Also der hat ja nur mal Ruinen im Mund gehabt, und der Herr Friedberg ist hergegangen und hat ihm den ganzen Mund saniert, mehr oder weniger, um zigtausende von Schillingen, nur weil er wollte, dass sein Künstler irgendwie nicht da verfault. Ja. Das war natürlich schon beeindruckend, mit so jemandem auch arbeiten zu können. Das Label hieß Schalter, Schalter mit zwei Ludwig, ja, ein Wortspiel. Das Jahr 1980 und euer Vorhaben auch mit Blutrausch kam ja zu einer Zeit, wo man sich auch von dem, was man als Austropop verstanden hat, ja, deutlich distanziert hat. Von diesem typischen österreichischen Gesangsidiom, sprich Dialekt, Liedermacherei, Singer-Songwriterei und so weiter und so fort, dann seid ihr gekommen. Ihr habt das aber auch auf eine sehr nonchalante Art und Weise gemacht, was ich mich erinnern kann. Ihr habt es nicht auf die hingebracht, sondern ihr habt es einfach euch ein Ding gemacht. Naja, das wäre ja nicht sonderlich klug gewesen. Die waren ja gerade auch in der Zeit extrem erfolgreich. Ja, ja. Da gab es ja die ganz, ganz große Welle eigentlich des Austropop. Aber natürlich wollten wir uns musikalisch und mussten wir uns ja auch musikalisch abgrenzen, denn das waren ja alles hervorragende Musiker, das waren ja alles Leute, die mit Bands angetreten sind, wo jeder Einzelne einfach ein Gott war im Instrument. Ja. Und wir waren Wappler, Entschuldigung, wir waren richtige Wappler. Und dadurch war es ja, wär's ja sinnlos gewesen, uns mit denen in ein Konkurrenzverhältnis zu geben. Sondern wir sind unsere eigene Linie gefahren. Und das mit dem Dialekt war für mich persönlich zum Beispiel schon ein großes Problem, weil rausgekommen ist dann eigentlich etwas, was es davor überhaupt noch nicht gegeben hat, nämlich da singt einer auf einen, so einen komischen Dialekt, den keiner richtig zuordnen hat können. Das war halt so ein bisschen osttirolerisch, und das war auch in der Chefetage der Plattenfirma natürlich ein Thema, weil man gesagt hat, geht das überhaupt, darf man das überhaupt, darf der jetzt so singen? Wieso singt der nicht gleich Deutsch? Aber wie gesagt, wir hatten einen wirklich verständnisvollen Plattenfirma-Chef, und der hat gesagt, nein, das ist vielleicht sogar eine Chance, das ist vielleicht etwas, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja? Genau. Und hat auch recht behalten, das war eigentlich etwas, was uns unterschieden hat, auch von Minisex oder von Hansi Lang, wenn auch immer. Inwieweit hat Tom Petty bei der Namensgebung eine Rolle gespielt, und inwieweit das Wort Petting, ja, in irgendeiner Art und Weise tatsächliche Bedeutung gehabt hat, oder ist es ein reines Wortspiel gewesen? Schau, die Sache mit der Namensgebung, die war mir ja im Nachhinein jahrelang so extrem peinlich. Ist aber folgendermaßen passiert, also wie gesagt, ich bin zurückgekommen aus Amerika, hatte innerhalb von ein paar Tagen meine Band beieinander, und nach wenigen Tagen haben wir uns imstande gesehen, unseren ersten Gig zu spielen, halt mit ausgeglichenem Equipment. Und der Rudi Nemetschek hat uns das ermöglicht, dass wir im Ammerlinghaus in einem kleinen Raum, der halt schon für irgendwelche Seminare zur Verfügung gestanden ist, dort dürfen wir auftreten. Wir waren extrem aufgeregt davor und waren, haben uns also dort aufgebaut in diesem Raum, und dann sind wir noch auf ein Bier gegangen vor dem Auftritt. Und ich sage dann irgendwie, ja, du, wir haben ja nicht einmal einen Namen. Die paar Leute, die da kommen werden, zufälligerweise, die wissen ja nicht einmal, wer da spielt. Und dann habe ich gesagt, na, wir müssen uns einen Namen überlegen. Und wir waren ja eigentlich alle riesige Fans von Tom Petty. Und damals in dieser Neue Deutsche Welle-Zeit war es halt immer angesagt, irgendwelche pseudo-lustigen Namen sich zu geben. Und so sind wir halt einmal da herumgetan, irgendwie Tom Petty. Und dann war es auch so, Minisex. Es gab viele auch mit so Sex-Assoziationen. Und dann war halt irgendwann einmal Tom Petting da. Und ich habe mir gedacht, gut, okay, jetzt gehen wir rüber und stellen noch so ein handgeschriebenes Plakat auf, damit die Leute wissen, wo es reingehen müssen und wer da heute spielt. Und dann haben wir eben hingeschrieben, Tom Petting, und immer gedacht, aus irgendeiner Intuition heraus haben wir gedacht, man könnte das ja noch fortführen, Tom Petty and the Heartbreakers, Herzattacken hat man auch noch mit TZ geschrieben, also auch noch besonders witzig. Und so stand dann dort Tom Pettings Herzattacken. Und das Blöde war, ich habe es eigentlich am Tag drauf schon bereut, irgendwie den Namen. Das Blöde war nur, da war eine Journalistin von Falter dort,
Und die hat einen Bericht geschrieben über das Konzert, einen sehr guten noch dazu. Ja. Und damit war der Name mehr oder weniger schon publik und der ist uns dann geblieben. Also ich hätte ihn nicht gebraucht, aber... Naja, also ich glaube, der Name war Punktlandung. Ja. Und so ist oft, also der Fall ist, schaut sehr amtlich aus. Ja, ja. Also wenn sich das in einem Sammlungsregal befindet, kann das ja durchaus auch zwischen die ganzen amerikanischen Brüdern und Schwestern. Ja, das war auch dementsprechend teuer, die ganze Produktion. Es war eh mit amerikanischen Top-Fotografen, Rolling Stone Magazine und alles Mögliche. Um das Budget könnte man heute, glaube ich, 3, 4, 5 Alben produzieren, was nur das Cover kostet. Und das war das Leben früher, so wie es gelaufen ist. Ja. Ne? So wie da etwas dazu gehört. Sag aber, du hattest einen Titel, der hat sich dann eigentlich auf noch andere Art und Weise in deinem Leben weiterentwickelt hat. Nämlich das Lied hieß Endlich im Radio. Naja, bei Endlich im Radio war es ja sozusagen jetzt von den Melodien her noch nicht wirklich so weit, dass man das automatisch hätte können, sozusagen davon ausgehen, dass das im Radio gespielt wird. Dann haben wir gedacht, wieso thematisierst du nicht eigentlich sozusagen deinen Wunsch? Und da waren ja durchaus ein paar ganz nette Insider-Anspielungen auf die damalige Szene verpackt und... Das hat uns immerhin die erste Chartplatzierung gebracht. Also ich glaube, wir waren eine Woche irgendwo weit hinten. Aber immerhin waren wir eine Woche in den Charts. Und das hat mir mal gesagt, okay, der Weg könnte vielleicht stimmen. Ja. Naja, der hat dich ja dann zum Himalaya gebracht. Ja. Und das war ja durchaus ein kommerzieller Pop. Ja, und das war auch, muss ich dazu sagen, es war natürlich weit mehr, wie wir uns erhofft haben, weil wir waren wirklich da wochenlang in die Charts, wir haben gute Verkäufe gehabt, also es war wirklich zwischen 16.000, 17.000 Stückeln, Single, nur die Single. Du hast ja dann eine veritable Karriere bei Ö3, Treffpunkt, Nachtexpress und dann am Schluss Solid Gold und viele andere Dinge. Was mir an dir immer sehr gefallen hat, und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt einmal so ins Gesicht sagen kann, klarer Publikum, du warst nie einer, der sich irgendwie nur auf einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit fokussiert hat, sondern du bist für mich in Personalunion dieses Gestern, Heute und Morgen. Ja? Speziell was österreichische Musik betrifft. Du warst da auch immer ein Kämpfer und du hast da extrem viele Emotionen immer reingelegt. Ja? Auch in diese Aktionen, die du da zum Beispiel jetzt mit Austrozone, ja? Vor allem, du warst auch immer, wenn es in Gespräche oder in Diskussionen ums Thema gegangen ist, immer einer, der, wie soll ich das sagen, der das Herz vor die Rationalität gestellt hat. Im alten Ö3, ja, im noch nicht formatierten Ö3, war es ja so, dass ich als Sendungsmoderator Musik gestalten durfte. Und das war sozusagen mein Einstieg. Und so gesehen war es dann so, gab es die Radiothek am Samstagnachmittag, es war 3-4-Stunden-Sendung, immer mit eigener Musik dorthin kommen. Und dort war es mir wirklich von Anfang an, und da gab es weder irgendeinen Druck noch irgendwas, ich wollte so viel Österreicher spielen, wie es noch irgendwie geht. Und ich habe es tatsächlich, ich war fast schon besessen davon, so möglichst viel österreichische Produkte zusammenzukriegen, mit denen ich bis zu 40%, das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, 40% österreichischer Anteil in einer 3-4-Stunden-Sendung, wobei man natürlich sagen muss, im Nachhinein betrachtet, das meiste davon war natürlich nicht gut genug, dass das irgendwas bewirkt hätte. Ja. Aber ich war so besessen davon, der österreichischen Musik irgendwie auch diese Plattform zu geben, dass ich mir da wirklich sehr, sehr viel antan habe. Es war immer einfach für mich ein Thema, weil ich auch selber ja natürlich als Musiker gemerkt habe, es ist nicht so einfach, es ist wahnsinnig schwer. Und wenn ich gesehen habe, es gibt Leute, die sich ihre eine tigern und wo wirklich Potenzial vorhanden ist, denen habe ich die Chance gegeben. Und in all meinen Sendungen, egal was immer ich gemacht habe, gab es immer diesen Ansatz. Und das zieht sich durch bis heute. Schau, ich bin nicht mehr Ö3-Mitarbeiter. Und dennoch schicke ich regelmäßig der Ö3-Musikredaktion Produktionen hin, wo ich immer denke, auf die Sendung noch nicht aufmerksam waren, das schicke ich denen hin. Wir sind ja nicht in Unfrieden auseinandergegangen. Und gerade in nächster Zeit ein paar Dinge jetzt passiert. Ich kriege eine Nummer zugeschickt von einer Sängerin, mit der ich einmal auch im Zuge des Eurovision Song Contest Pitch einmal gearbeitet habe und die an und für sich für sehr begabt heute, schickt mir zu einen Song und schreibt, das würde doch auch ganz gut in diese Zeit passen, es wird alles gut. Und hat mir dazu die persönliche Geschichte geschrieben, das war, der Bruder ist im Krankenhaus gelegen mit einer schweren, man hat eigentlich gehofft, dass er das überhaupt überleben wird und hat sie diese Nummer geschrieben. Und mich hat das so berührt und ich habe mir gedacht, die haben sonst vielleicht gar keine Chance. Und ich habe das geschickt an die 3 Musikredaktionen mit der ganzen Geschichte dazu, habe gesagt, stellt euch das vor,
alliert, also wie geschrieben für diese Situation, in der wir jetzt stehen. Und tatsächlich einer der meistgespielten Titel mittlerweile auf Ö3, weil hier diese Übertragung funktioniert hat und bin weiterhin dahinter und es funktioniert auch weiterhin. Ja. Also das wird bei mir nie abreißen. Und mit der Auszeitzone haben wir dann überhaupt eine ganze Plattform dafür geschaffen und auch dank der Universal ist es uns gelungen, sozusagen einen Großteil der Acts, die wir damals sozusagen am Start gehabt haben, auch alle auf CD verfügbar zu machen. Wie heißt der Titel, von dem du gesprochen hast, diese Geschichte mit dem Alles Bruder? Wird gut. Alles wird gut. Von? Herzglut. Ich nehme mich da auch jetzt gar nicht aus. Wir beide sind ja, das tut uns auch weh, wenn man es hört, aber trotzdem mittlerweile so die weißen alten Männer, ja, die da immer zum Teil durch die Medien geprügelt werden, was man zum Teil natürlich auch verstehen kann. Aber hast du da manchmal, glaubst du, dass man das auch ernst nimmt, wenn du jetzt quasi so aus der Pension denen Tipps gibst, wo die Jungen dann irgendwie bloßen reden oder so? Schau, also in Bezug auf Ö3 ist es ja so, mein entscheidendes Mail jetzt, habe ich mit dem Satz begonnen, dass ich gesagt habe, du, ich will mich jetzt nicht von außen irgendwie da einbringen als einer, der euch Tipps geben will, aber es passiert doch hin und wieder, dass ich auch Sachen zugeschickt kriege, die ihr vielleicht noch gar nicht habt. Und da bitte ich einmal, euch das anzuhören. Wir kennen uns jetzt irgendwie 30 oder 40 Jahre. Ich hatte noch nie die Möglichkeit und ich bin sehr froh, dass ich das heute machen kann, dir einfach auch dafür zu danken, was du tust. Ich glaube, dass ich im Namen von vielen spreche, vor allem von kreativen Musikern, auch von Typen wie ich, die ja auch jahrzehntelang in der Musikindustrie war. Es war immer sehr angenehm, mit dir zu reden, mit dir zu diskutieren und vor allem dieses Gefühl fürs Tun zu verspüren. Ich sage jetzt danke und sage auch danke, dass du da warst. Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich warst du immer nicht. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.